Urlaub sollte es werden. Eine Woche auf einer abgeschiedenen Insel vor der Küste von Maine hatten die drei Freunde gebucht. Angeln, fotografieren und Inspiration für einen neuen Roman finden, das waren die Ziele. Nachdem das Boot die drei auf der Insel abgesetzt hatte und sie ihr Feriendomizil bezogen hatten, ging es auf eine Erkundungstour. Und stießen hierbei nicht nur auf eine ungewöhnliche Ansammlung von Knochen, sondern verirrten sich auch sogleich auf den Schrecken hin. Fanden erst mit einigen Blessuren und nach Einbruch der Dunkelheit zurück zur Hütte. Ein deftiges Abendmahl und ein paar Biere später fielen die Freunde dann in ihre Betten. Doch die Nachtruhe währte nicht allzu lang. Mein Name ist Michael und in unserem Cthulhu-Abenteuer stehen sie nun vor einer geöffneten Bodenluke in der Küche. Sie, das sind die drei Freunde, Dr. John B. Shepard, gespielt von Dennis. Ich bin mal gespannt, was wir da unten finden. Tourfotograf Nick Howard, gespielt von Matthias. Das kann nichts Gutes bedeuten. Und Autor Roy Stephens, gespielt von Ralf. Ach, wir sollten auf jeden Fall heruntergehen. Erstens ist das spannend und zweitens, wenn da was Gefährliches wäre, würde ich das doch spüren. Das wisst ihr doch. Also, ihr steht jetzt da in dieser Küche. Es ist mitten in der Nacht und eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass ihr jetzt hundemüde wärt nach diesem Gewaltmarsch, den ihr am Vortag gemacht habt und naja, die ein oder anderen blauen Flecke und schmerzenden Arme. Aber gut, ihr blickt runter in dieses gähnende Loch, das ihr da gefunden habt und eine hölzerne Treppe führt da hinab und irgendwie wabert ein wenig beißender Geruch nach oben, der naja, sehr unangenehm, nicht nur in der Nase, sondern auch in der Kehle kratzt. Ich, vor dem Flur lag doch eine Taschenlampe, oder? Ich hol die schnell. Das riecht auf jeden Fall nicht besonders gut. Auf jeden Fall alt und muffig, als ob schon länger niemand mehr da gewesen wäre. Ah, aber mich wundert erstmal, was das überhaupt sein soll. Hier oben nur so eine kleine Hütte und dann unten plötzlich irgendwas mit Stahltüren verriegelt und verrammelt. Keine Ahnung. Ihr vermietet ja auch mal erwähnen können, oder? Ich wusste es ja gar nicht. Meinst du, sind irgendwelche Leute hergekommen, haben unter seiner Hütte einen Keller gegraben? Ja, vielleicht hat er die Hütte ja auch von irgendwem gekauft. Und der hat das gemacht. Könnte dir da Sachen erzählen, die habe ich bei meinen Recherchen damals für die Bücher über die UFOs rausgefunden, was die Regierung alles gemacht hat und wo sie überall ihre geheimen Laboratorien aufgebaut hat. Ich sage dir, deine Haare würden grau werden. Fand ich schon wieder diese Geschichten. Hier, ein bisschen Licht. Ah, danke. Ich mach mal das Licht an und leuchte mal runter. Eine ziemlich verstaubte Holztreppe führt da hinab. Es gibt ein paar Spinnweben, die in den Ecken überall hängen. Und ja, unten an den Wänden rechts und links von dieser Treppe glänzen zwei, ja, so wie es aussieht, Stahltüren. Ansonsten ist der Raum eher klein, aber hoch genug, dass man da stehen kann. Also es ist kein Kriechkeller. Hey, dann leuchte mir mal. Ich steig runter. Willst du die Lampe nicht lieber mitnehmen? Weiß nicht, dass ich sie gleich verliere. Du kannst mir gleich runtergehen, wenn ich unten bin. Okay. Ich stell mich ein bisschen zur Seite, dann kann ich dir auf jeden Fall die Treppe ausleuchten. Ja, genau. So, ja, genau. So ist richtig. Freunde, scheint, als hätten wir das Abenteuerpaket gebucht. Ich würde Nick folgen. Ich bin ja so begeistert. Nur das Beste. Wollte ein ruhiges Wochenende werden. Roy, komm runter. Überlege einen Moment, ob ich einfach mal die Klappe zumache und mir einen Spaß erlaube, aber dann siegt doch die Neugier und ich gehe langsam auch die Treppe runter. Moment, dachte ich, du würdest uns hier unten einschießen wollen. So, was ein Unsinn, warum sollte ich das denn machen? Wir sind Freunde. Mein Gott, die Luft ist wirklich zum Schneiden hier. Was ist das? Keine Ahnung, kein blassen Dunst. Ich würde ja sagen Keller, aber sieht nicht aus wie ein Keller. Gerade sagen, also Hüttenkeller mit Stahltüren erlebt man auch nicht so oft. Da wirklich nur die zwei Türen? Ich leuchte mal den Gang runter. Das ist kein Riesengang. Es ist wirklich nur, ihr steht, wenn ihr jetzt zu dritt da unten seid, steht ihr wirklich so ziemlich beengt, weil mehr als diese zwei Türen, da ist nicht. Die gehen quasi zu den Seiten und hinten ist eine glatte Wand. Genau. Vor euch ist quasi eine glatte Wand. Links und rechts sind jeweils zwei Stahltüren und hinter
Also nicht jeweils, ist je eine Stahltür und hinter euch ist die Treppe, die ja gerade hinuntergekommen ist. Und dieser beißende, extrem üble Geruch ist hier unten natürlich ganz extrem und dürfte den einen oder anderen so doch ein wenig ins Würgen bringen. Eine Schnur hängt von der Decke herab und macht mal eine Probe auf Verborgenes erkennen. Einen Erfolg hätten wir da schon mal. Hier ist doch gar nichts. Ach da, die Schnur, die da von der Decke hängt. Was? Ich sehe nichts. Genau, du siehst nichts. Aber Nick hat, bevor die anderen beiden auch noch die Treppe runtergekommen sind, noch irgendwie so ein bisschen was am Boden bemerkt. Da waren einige Flecken, in denen die beiden anderen jetzt auch so quasi mit reingetreten sind. Geht da mal... Du hast nicht gesehen? Geh mal da zur Seite. Zur Seite? Was willst du denn? Wieder mal, genau. Ich kann nicht, meine Plauze. Ich kann mich doch nicht dünner machen. Pass auf, damit du dich beruhigst, ich gehe noch mal einen Schritt die Treppe zurück. Was ist denn? Oh, mein Fuß. Stell ihn nicht an. Ja, jetzt leuchte mal dahin. Da auf dem Boden. Ja, was ist denn das? Da? Ich beug mich dann runter und wird da mit dem Finger mal so ein bisschen gucken, ob man das irgendwie abkriegt oder so. Ist das Dreck? Nee, es ist eher was Öliges oder so. Ne? Und das ist auch noch flüssig, zähflüssig, irgendwie. Trümmt das diesen unangenehmen Geruch, wenn man dann schnuppert jetzt so von näher? Es riecht jetzt nicht wirklich angenehm, aber es ist nicht dieser extrem, oder nicht dieser beißende Geruch, wobei dieser Raum ja sowieso schon komplett geflutet ist mit diesem... Das ist ein Aroma. Die Frage, ob du dann die Quelle davon noch eindeutig identifizieren könntest. Okay. Was ist das denn? John, du kennst dich doch so ein bisschen wenigstens mit Chemie und so aus. Ja, jetzt nachdem Nick mich darauf hingewiesen hat, knie ich mich tatsächlich auch hin im Rahmen meiner Möglichkeiten. Und guck mir das mal an. Moment, ich habe Chemistry. Dürfte ich darauf würfeln, um zu erkennen, was das ist? Ja. Eindeutig. Es war kein Patzer. Also sowas ist dir wirklich noch nie untergekommen. Das ist also ist kein Wasser, es ist kein Blut, es ist kein Öl, es hat so ein bisschen was transparent, dick, zähflüssiges, ne? Also, könnte auch Oliven. So wie Schleim. Schleim, ja, genau. Eingedicktes Olivenöl oder was auch immer. Nick, geh doch jetzt mal weg da und dann würde ich gerne noch mal gucken. Schon. Biologie anbieten oder Medizin? Ich such dir eins aus. Ich mach's mal mit Biologie. Ist zwar der schlechtere Wert, aber... Ja, Sand. Also, ich sehe gar nichts. Was siehst du denn da? Na, dieser Schleim, der da liegt. Ist doch, ach, red doch kein Quatsch. Du hast doch da sogar deine... Ach, egal. Ich fass mal nix Stirn an und guck, ob der Fieber hat. Bei dem Versuch, dir das näher da anzuschauen, patschst du auch einmal volle Kanne mit der Hand da rein, weil du das Gleichgewicht so ein bisschen verloren hast, weil der Raum ist wirklich sehr eng und klein und... In nasser Sand. Verdammt, das ist doch kein Sand. Egal, was auch immer ist, es hängt jetzt, klebt jetzt so an deiner Hand und... Ich wisch das so an meiner Hose ab, so eklig. Warum hast du nicht irgendwie ein Taschentuch genommen oder sowas? Roy, kannst du nicht mal so einen Lappen von oben aus der Küche uns eben runterbringen? Hier, nimm mal die Lampe. Danke. Ich lauf mal eben nach oben. Ich könnte auch das Bärenfell mitbringen. Dann haben wir irgendwas, um Leute zu erschrecken. Mir wird ein Handtuch reichen. Ja, ist ja gut. Ich hab eins. Warte. Ich würde in der Zeit ganz gerne mal die linke Tür beherzen. Wo ist er denn? Jetzt warte doch erstmal. Du mach doch noch nicht... Du weißt doch gar nicht, was dahinter ist. Bist du nicht neugierig? Wir sind hier in irgendeinem Keller unter irgendeiner Hütte. Das ist doch super spannend. Lass mal gucken. Schon so die Hand an der Klinke. Und ich dachte immer, ich wäre der Verrückte hier. Ja, ich auch. Und jetzt habe ich davon zwei an der Backe. John öffnet also die Tür. Ernst hast du gesagt, ne? Also Klinke ja, ich mach die, und Tür auf. Mach die auch. Ja, genau. Also nicht zärtlich oder so. Ich mach die direkt auf. Dann mach mal eine Konstitutionsprobe. Und das Gleiche gilt für die beiden anderen auch. Weil ihr blickt ins Dunkel. Der Raum dahinter ist nicht beleuchtet. Aber es kommt ein Megaschwall an extrem übelartig riechendem Gestank. Jetzt wisst ihr, wo die Quelle zu suchen ist von dem. Oh? Diejenigen, die es nicht geschafft haben, das wären in diesem Fall Nick und John,
Ja, denen steigt direkt die Galle hoch und sie würgen nicht nur, sondern sie werden dieser schleimigen Substanz am Boden auch noch etwas hinzufügen. Und ob dieser sehr unappetitlichen Umgebung darf Roy auch noch einmal eine Konstitutionsprobe absolvieren. Ich empfinde das als sehr ungerecht. Mhm. Aber du schlägst dich wacker. Also selbst dieser zu diesem extrem ekligen, beißenden Geruch, der da unten schon vorherrschte, hat sich ja das eine oder andere dazu gesellt, aber das hat nicht dazu geführt, dass auch du, aber die beiden anderen würgen sich da die Seele aus dem Leib. Nachdem das erste hochgekommen ist und ich das mehr oder weniger direkt vor mir auf den Boden gebracht habe, versuche ich an Roy vorbei die Treppe hochzukommen, so schnell es geht. Mhm. Lass mich durch, bitte! Und John muss auch hart würgen. Es kommt ihm so ein bisschen hoch, aber dann würde... Bisschen. Okay, es kommt ihm hoch, er übergibt sich, aber er würde unten bleiben und versuchen, in den Raum zu spähen, ob er da irgendwas erkennen kann, die Quelle des Geruchs. In dem dunklen Raum und die Taschenlampe läuft gerade an mir vorbei die Treppe hoch. Ja, ich glaube, ich habe sie einfach fallen lassen. Oh, das ist geil. Die Frage, ob sie noch heile ist oder nicht. Ich mache mich auf jeden Fall auf der Treppe erstmal ein bisschen dünne, lass also Nick vorbeilaufen und stehe einen Moment lang unschlüssig da und dann rufe ich dann irgendwann runter. John? Ja, es stinkt. Ach. Warte kurz. Ich muss mich kurz sammeln. Oh. Taschenlampe kullert da unten am Boden so durch, naja. Also wahrscheinlich pendelt die so zwischen Schleim und Erbrochenem, während John da an der Tür steht und irgendwie so hinter die Ecke wirkt. Wenn ich mich so weit akklimatisiert habe, dann würde ich ganz gerne die Taschenlampe nehmen und tatsächlich mal in den Raum reinleuchten. Wenn dir Roy nicht zuvor gekommen ist. Ich gucke erstmal einen Moment, dann warte ich, wenn ich merke, dass er sich nach der Taschenlampe bückt und halte mir das Handtuch, das ich ja von oben geholt habe, halte ich mir vor die Nase und vor den Mund. Das hatte ich ja oben noch schnell nass gemacht, weil er ja damit seine Hände abwischen sollte und damit hoffe ich, dass ich nicht ganz so viel davon abkriege. Mhm. Kannst du was sehen? Mit der Taschenlampe leuchtet er in den Raum rein und es ist ein mehr oder weniger recht großer quadratischer Raum. In der Mitte steht ein großer, sicherlich über 2 Meter langer Tisch aus Edelstahl. An den Wänden sind zahlreiche Schränke und Ablagen montiert. In den Regalen stehen zahlreiche Gläser, die im Licht der Taschenlampe halt ein bisschen schimmern. Die Schränke selber waren wahrscheinlich mal rein weiß. Mittlerweile sind sie ein wenig, verdreckt, verschmiert. Und in einer Ecke steht auch noch irgendwie ein merkwürdiges Konstrukt, irgendein vielleicht elektrisches Gerät oder so. Das Ganze hat für euch, die ihr ja eher medizinisch bewandert seid oder zumindest bestimmt das literarisch auch schon mal irgendwo eingebettet hat, den Eindruck nach einem behelfsmäßigen OP. Denn dieser Stahltisch, tja, könnte natürlich auch ein Obduktionstisch gewesen sein oder so. Und verschiedene medizinische Geräte, die da ringsrum überall auf den Ablagen liegen, lassen eigentlich nur diesen einen Schluss zu. Und ja, über dem Tisch ist auch ein Leuchtenkonstrukt. Also Roy, wenn ich es nicht besser wüsste, dann würde ich sagen, das sieht aus wie ein OP. Oder so eine Sache, wo sie irgendwelche Außerirdischen aufgeschnitten haben. Schau doch mal, ob du das Licht da ankriegst. Boah. Ja, und John würde reingehen und versuchen, tatsächlich irgendwie Lichtschalter zu finden. Weil John scheint es ein OP-Licht über der Metallbare zu sein. Mhm. Genau, neben der Tür ist auch direkt der Schalter. Und sobald du den betätigst oder umlegst, dann wird dieser Raum strahlend hell erleuchtet. Ihr werdet quasi geblendet, so intensiv ist das Licht. Und es reflektiert natürlich auch von jeglichen metallischen, von jeder metallischen Oberfläche. Der Raum ist strahlend hell. Man sieht wirklich jetzt alles.
vielleicht mehr, als man eigentlich sehen wollte. Was wäre denn das Meer? Ich gucke mich jetzt natürlich auch mal interessiert um, schaue mir auch mal die Gläser an und so weiter. Ja, besonders diese Gläser. Da darfst du eine kleine keine Stabilitätsprobe machen. Die sind recht groß, also mindestens ein Maßglasgröße, wenn und teilweise auch deutlich größer, gefüllt mit einer Flüssigkeit bis zum oberen Rand, und da drin liegen irgendwelche Sachen. Das erinnert ein wenig an eine Medizinsammlung, so wie es vielleicht an der einen oder anderen Schule oder so war. Ja, sind Sachen eingelegt worden, und beide gerne mal eine Probe auf Medizin noch absolvieren. Also in dem Moment, wo ich das alles sehe, was da drin ist, taumel ich also einen Schritt zurück, lasse auch das Handtuch sinken. Oh mein Gott, wo sind wir denn hier hingeraten? Du verlierst einen W4 Stabilitätspunkte. Nämlich davon, wie viel es ist, erzähle ich dir, was du gesehen hast. Okay, vier. W4. Hallali! Genau, weil du hast quasi so direkt in einen menschlichen Kopf geblickt, der da irgendwo eingelegt worden ist. Und auch ohne diesen Kopf gesehen zu haben, kann Dr. John Shepard definitiv jedes dieser Exponate ganz eindeutig als Bestandteil eines menschlichen oder mindestens eines menschlichen Körpers identifizieren. Das sind zahlreiche Organe wie Leber, Lunge und andere Körperteile. Also da sind auch ein Glas, wo zwei Hände irgendwie drin rumschwimmen, und naja, und einer, wo ein Kopf eingelegt ist. Also John sieht sich in dem Raum tatsächlich eher interessiert und fasziniert um. Also, hoi, das sind alles menschliche Körperteile. Ich bin mir nicht sicher, ob von einem Menschen, aber auch wie fein säuberlich sie abgetrennt sind. Das ist aus medizinischer Sicht hervorragende Arbeit. Ja, ja, wirklich, wirklich. Ein Stück weit fasziniert. Guck dir das an. Guck dir diesen Kopf an. Kannst du mal die Klappe halten? Pass auf, wir sind hier irgendwo hingekommen, um Urlaub zu machen, und sind in Dr. Frankensteins Laboratorium geraten. Fällt dir das gar nicht auf? Ja, also jetzt, John kommt so ein bisschen aus seiner Trance raus. Ja, stimmt, das ist wirklich ein bisschen. Also, wir sollten vielleicht zum Funkgerät. Nick oben in der Küche, nachdem er sich so über dem Waschbecken so einigermaßen wieder frisch gemacht hat und ein bisschen Luft geschnappt hat, hört von unten sowas wie Kopf, Frankenstein und was weiß ich was, Gebrülle, Geschreie. Hey, was habt ihr da denn gefunden? Das willst du nicht wissen. Also, du solltest vielleicht eher oben bleiben. Lieber nicht runter. Warum nicht? Dabei fange ich dann an, schon die Treppe runterzusteigen. Nick, tu's nicht. Ich halte mir jetzt aber mein T-Shirt vor Mund und Nase, um vielleicht irgendetwas gegen den Geruch zu machen. Du siehst am Fußende der Treppe halt, ja, die Hinterlassenschaften natürlich jetzt extrem hell beleuchtet, und als du so einmal um die Ecke blickst, wirst du auch dieses merkwürdigen Raums gewahr, der da eher so einen medizinischen Charakter hat. Was zur Hölle? Und ich taumel wieder zwei Schritte zurück. Ich hab's dir gesagt. Ihr habt ja auch gesagt, du sollst oben bleiben, Nick. Hätte ich ja mal sagen können, dass das hier so ein Operationssaal ist. Verdammt, wo sind wir denn jetzt hier reingeraten? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich es wissen will. Aber ich glaube, wir sollten uns schnell auf den Weg zum Funkgerät machen. Ich bin komplett bei dir. Ja, ganz eure Meinung. Auf geht's. Schnell weg. Ich fange dann wieder an, hochzusteigen. Ich versuche, an dir vorbeizukommen, leichenblass und schwitzend irgendwie so schnell wie möglich nach oben zu kommen. Ja, das Schlusslicht würde John bilden, der sehr große Probleme hatte, sich diese Treppe hochzusteigen. Oh, und außer Atem gerät. Sobald John raus ist, werfe ich diese Luke einfach wieder zu. Es helft mir, helft mir. Wir müssen den Tisch darüber schieben. Ja, 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 ja. Jetzt. Eins, zwei und raus. Lass ihn drauf stehen, dass nichts von unten hochkommen kann. Da wird doch hoffentlich nichts mehr drin leben, oder? Weiß ich nicht. Oder? Also, aus medizinischer Sicht war das ziemlich gute Arbeit.
aber definitiv tot. Willst du mich? Gute Arbeit. Ich geb Haken. Was soll ich denn machen? Ich kann es ja nur aus medizinischer Sicht bewerten und das war schon gut. Stürme derweil in mein Zimmer und schmeißt alles, was ich irgendwie ausgepackt habe, wieder in meine Tasche und sobald das erledigt ist, eile ich dann zur Tür. So, kommt hier jetzt! Wir müssen los! Wir müssen weg hier! Mich gar nicht erst irgendwie mit einpacken auf, sondern renne quasi direkt zur Tür, nehme gerade noch mal meine Jacke mit. Stolperst nach draußen vor die Hütte und ja. John würde halt wieder als Schlusslicht folgen und ein bisschen mal wieder sehr langsam sein. Und dann bemerkt ihr, wie dunkel es doch in der Natur ist, mitten in der Nacht. Auch noch Wolken da sind. Es ist egal, ob es Sommer ist oder nicht, aber so tief in der Nacht, nur das Licht, das aus der Hütte durch die Tür fällt, die ihr aufgemacht hat, diese vielleicht knapp 2 Meter sind einigermaßen beleuchtet. Dahinter ist nur noch gähnende Dunkelheit. Hat einer von euch die Lampe eingepackt? Also ich hatte sie als letztes. Ich gehe mal davon aus, dass ich sie nicht weggepackt habe. Ich wäre wahrscheinlich der Letzte und hätte die Taschenlampe am Mann. Das heißt, ihr rennt schon weit nach vorne und ich leuchte euch nur so hinterher. Wartet! Ich bin nicht so schnell! Ihr braucht doch Licht! Wo wollt ihr denn hin? John, jetzt leg mal einen Zahn zu! Ich kann nicht so schnell! Und John gibt alles für seine Verhältnisse. So strauchelt ihr also den Hang hinab, mitten in der Dunkelheit, nur mit dieser kleinen Funzel da irgendwie den Weg beleuchtet. Gönne ich euch eine Geschicklichkeitsprobe. Super. Oh Gott. Oh Gott. Ihr habt's so gewollt. Ja. Nick fliegt den Hang hinunter. Angst verleiht mir Flügel. Mhm. John fliegt auch hinunter, aber... John rollt hinterher. Und ich poltere auch hinterher. Ja, genau, wahrscheinlich. Also John ist irgendwie an einem Wurzelstück hängen geblieben, poltert ein wenig und reißt gegebenenfalls Roy dann mit rum. Ah, nicht schon wieder, aua! Was ist denn los? Ich drehe dann um und lauf wieder zurück, weil die anderen beiden ja irgendwie offensichtlich nicht vorwärts kommen. Die Menschenlawine rollt auf dich zu. Ja, rechts und links vom Pfad irgendwo im Gestrüpp liegen. Aua! Mann, jetzt stell dich nicht so an, steh auf, wir müssen da runter. Roy, wo bist du? Roy! Ja, hier bin ich. Was macht ihr denn? Es ist verdammt dunkel hier und irgendwie... Verdammt. Siehst du überhaupt noch was? Ja, wenn mit der Lampe geht's schon irgendwie. John checkt jetzt erstmal, ob die Lampe überhaupt noch funktioniert. Sie funktioniert noch. Es war ja kein Patzer dabei. Okay, die Lampe hat nichts abgekriegt. Also bitte langsamer. Oh. Ja, okay. Dann gehen wir jetzt langsam, aber stetig, okay? Ja. Okay. Und passt auf, wo ihr hintretet. John, da ist eine Wurzel, pass auf. Langsam kämpft euch jetzt durch, jetzt ein bisschen vorsichtiger aufpassen, Schritt für Schritt den Hang hinunter und kommt irgendwann dann aus diesem Wäldchen halt auch heraus, hört das Rauschen des Meeres, die Wellen, die da anbranden, deutlich, relativ stark sogar ein bisschen gegen die Felsen schlägt. Ihr seid unten am Ufer angekommen. Schemenhaft könnt ihr erkennen, dass da dieser Anlegesteg ist, an dessen ja uferseitigem Ende auch die Funkhütte sein müsste. Ich hoffe mal, dass das Wetter nicht noch umschlägt. Guck mal, das Meer ist auch schon kabbeliger als vorhin. Die Hauptsache ist, dass uns irgendwer abholt. Da vorne ist das Funkgerät. Also Roy, aber du weißt selber, wenn das Wetter jetzt richtig umschlägt, dann kommt hier keiner mehr raus. Jetzt mal nicht den Teufel an die Wand. Lass uns erstmal Kontakt aufnehmen. Gut. Hat jemand von euch schon mal gefunkt? Nein. Ein? Ja, vielleicht hängt ja eine Anleitung oder so etwas neben dem Funkgerät. Ja, so schwer kann das auch nicht sein. Ich weiß nicht. Einer von euch Elektronikkenntnisse oder so? Nö. Natürlich nicht. Ich hab Okkult. Vielleicht kann ich damit die verborgenen Geheimnisse des Funkgeräts rausfinden. Nein. Ich hab Survival. Forest and Mountain. Ich habe Bibliotheksnutzung. Ja, aber vielleicht tatsächlich irgendwie. Ich habe Literatur. Vielleicht habe ich darüber mal was gelesen. Mal so als Idee. Ja, es gibt ja eine Grundkenntnis, die man bei elektrischen Geräten auf jeden Fall haben sollte.
an, aus. Jawohl. Ob wir jetzt nicht geht, draufhauen. Das ist sehr wichtig, ja, ja. Mhm. Ja, gucken wir uns das Ganze doch erstmal an. Wie sieht's denn aus? Tja, das ist ein großer Kasten mit verschiedenen Schaltern oder Tasten, so wie früher beim Kassettenrekorder, den man reindrücken kann. Es ist eine Skala da, ein Rad, an dem man drehen kann. Ja, doch bestimmt so ein Mikro oder sowas. Ja, da ist so ein riesenfettes Mikro steht da auf dem Pult, auf dem Tisch. Dann gucke ich doch erstmal danach, ob ich das Ding irgendwie einschalten kann, also ob ich tatsächlich sowas wie einen Einschalter finde. Es gibt einen Knopf, da steht tatsächlich On-Off drauf. Ja, der könnte es sein. Ich bin jetzt nicht sicher, aber ich glaube, ich wag's mal. Mhm. Und drückst drauf und tatsächlich irgendwie leuchtet das ein bisschen. So ein paar Lichter gehen an. So ein bisschen Bernsteinfarben, schwach beleuchtet. Das war schon mal sehr gut. John würde gerne in der Zwischenzeit tatsächlich, der findet die Idee gar nicht so dumm, nach einer Anleitung zu mal sehen, ob da neben dem Tisch vielleicht was runtergefallen ist oder irgendwo was hängt oder so. Es hängt tatsächlich ein Zettel an der Wand, mit drei Punkten beschrieben wird, was man zu tun hat. Nämlich erst diesen Knopf mit On-Off drücken, dann am Mikrofon diese Taste drücken, sprechen und idealerweise nichts verstellen. Okay, John würde diese Punkte laut vorlesen. Okay, Roy, also liest sich eigentlich einfach. Okay, also Knopf am Mikro. Check. Dann, Mayday, oder was sage ich? Mayday klingt gut. Wir können sonst auch Hilfe oder Hallo, hört uns jemand? Versuchen wir es einfach. Ich drücke einfach jetzt mal auf den Mikrofonknopf und Hallo, kann mich jemand hören? Hallo? Und lass wieder los. Das, was du bemerkst in dem Moment, wo du auf diesen Knopf drückst oder die anderen vielleicht bemerken, weil du bist konzentriert mit deinem Hallo, ist, dass das Licht, die Beleuchtung an diesem Funkgerät in dem Moment, wo du da die Sendetaste drückst, sehr schwach wird. Das sollte nicht so sein, oder? Was? Ich glaube, das Ding kriegt nicht genug Saft. Da, wenn du sprichst, es leuchtet ganz schwach, als ob es nicht genug Saft kriegt. Wieso Saft? Ja, Strom. Aber warum sollt ihr nicht genug Strom haben? Es ist auf jeden Fall Strom da, sonst würde es ja gar nicht leuchten. Aber ich habe jetzt auch nicht drauf geachtet. Müssen wir hier noch irgendwas machen? Ist hier ein Generator oder sowas? Ich hock mich jetzt hin und guck mal, ob hinter dem Tisch oder hinter dem Funkgerät irgendwie ein Kabel nach unten läuft. Und ich versuche dann einmal zu schauen, ob da irgendwo, ja, wo das dann reingeht. Also ob das irgendwie in den Stecker geht oder so. Und versuche diesen Kabeln einmal ein bisschen zu folgen. Es gehen drei Kabel von diesem Funkgerät ab. Das eine geht zum Mikrofon. Das andere geht in Richtung Decke. Und das dritte tatsächlich geht unter den Tisch zu einer Autobatterie. Leute, vermutlich ist die Batterie fast leer. Oh nein. Ach, scheiße. Ja, und jetzt? Keine Ahnung. Vielleicht sollten wir nochmal funken, bis der Saft wirklich aus ist. Vielleicht haben wir Glück und es kommt irgendwas an. Ja, aber selbst wenn, wir würden ja dann vermutlich nichts mehr hören. Wie heißt diese Insel? Weil wir müssen ja irgendwie unsere Position angeben. Insel am Arsch der Welt? Wunderbar. Wir sind die drei Idioten auf der Insel am Arsch der Welt. Das wird bestimmt sofort jeden dazu bringen, uns hier abzuholen. Ja, aber was weiß ich denn? John, du hast das Ding doch besorgt. Ja, also ich kann nur noch sagen, unser Vermieter heißt Dale. Großartig. Aber wie die Insel heißt, naja, das war nicht so wichtig. Was soll ich denn sagen? Wir wollten unsere Ruhe haben, hier haben wir unsere Ruhe. Jetzt haben wir mehr als unsere Ruhe. Kann auch nichts dafür. Ist ja gut. So, lass uns mal alle ganz kurz in Ruhe durchatmen und dann finden wir bestimmt auch eine Lösung. So, können wir das Funkgerät nicht nach oben in die Hütte bringen und dort einfach an die Steckdose anschließen? Das Ding sieht verdammt groß aus. Und wenn es an der Autobatterie angeschlossen ist, dann, naja, also scheint jetzt kein handelsüblicher Steckdosenstecker zu sein. Ja, aber wenn man da die Kabel da abnimmt und dann das einfach in die Steckdose steckt, meint ihr nicht, dass das funktioniert? Ist doch auch Strom. Also wenn ich ein Ding, was für eine Steckdose, besser gesagt, nein, für eine, ich werde noch ganz wahnsinnig hier, was für eine Autobatterie ausgelegt ist, kann ich nicht einfach eine Steckdose stecken. Das brennt uns sofort durch. Okay. Als dein Arzt würde ich dir auch davon abraten. Aber
Ich überlege gerade, kriegen wir irgendwie die Batterie wieder aufgeladen? Aber da brauchen wir auch ein Ladegerät für. Und sowas sehe ich hier nicht. Ja, vielleicht gibt's oben in der Hütte eins. Ich meine, wir haben ja noch nicht alle Schränke und so durchgeguckt. Wir waren ja den ganzen Tag unterwegs. Ich guck mich mal um, ob hier irgendwo in der Hütte oder drumherum noch eins ist. Also irgendwas, was so aussieht. Was? Ich schau mal. In dieser Hütte findest du ausschließlich diesen Schreibtisch, ein Stuhl, das Funkgerät, das Mikrofon und die Batterie und verschiedene Kabel, die die ganzen Sachen miteinander verbinden. Ich gehe mal außen rum, ob da noch irgendwie ein Fach ist oder sowas, wo sowas wie ein Ladegerät drin ist. Nein, leider nicht. Das Einzige, was draußen an der Hütte ist, ist eine Antenne. Und die auch schon ein wenig windschief da hängt. Aber hast du was gefunden? Nein, hier ist gar nichts. Verdammt nochmal. Also ihr werdet jetzt meinen Vorschlag nicht gerne hören. Aber in den Kellerräumlichkeiten war noch ein Raum und vielleicht ist da ja eine Batterie drin. Nein, das höre ich nicht gern. Da hast du ganz recht. Ja, aber... Das hört gar nicht gern. Ja, aber wir wollen doch hier weg. Also ich möchte nicht mehr hier bleiben. Ich bin schon zweimal hingefallen, das reicht. Lass uns die Batterie mal mit nach oben nehmen. Vielleicht finden wir ja irgendeine Möglichkeit, sie mit Strom zu versorgen. Ich denke, das ist leichter, als das Funkgerät zu schnappen. Ja, gut. Okay, ich klemm sie mal ab. Und, boah, sagte ich gerade leichter, das den ganzen Berg raufzuschleppen wird auch spannend. Na los, machen wir uns auf den Weg. Warte, ich helfe dir und John leuchtet. Jawohl. Und so kämpft ihr euch zu dritt den Hang wieder hinauf in Richtung eurer Hütte. Lasst das Meer hinter euch und, naja, mit dieser schweren Autobatterie und diesem unwegsamen Weg bei Nacht vergeht eine Weile, bis ihr dann wieder oben vor der Hütte ankommt. Nick, nur halt das Ding doch mal gerade. Ah, oh, Mann. Ja, ist ja gut. Na, geh du mal ein bisschen runter und... Ich versuch's ja. Oh, endlich die blöde Hütte. Das Licht von drinnen fällt durch die Tür, die natürlich offen geblieben ist, und heißt euch willkommen. Oh, stell sie erstmal hier hinter dem Eingang ab. Haben wir hier in der Hütte noch irgendwo einen Schrank oder sowas übersehen, wo so ein Ladegerät sich befinden könnte? Ich fange jetzt an, systematisch die Schränke zu durchsuchen. In jedem eurer Zimmer gab es ja einen Kleiderschrank bzw. eine Kommode. Machen wir eine Probe auf Verborgenes erkennen. Du reißt also einen Schrank nach dem anderen auf und die Schubladen an den Kommoden und findest da ein paar Kerzen, ein paar Streichhölzer. Ja, hier muss doch irgendwas sein. Kerzen und Streichhölzer sind schon mal gut. Versuche ich mir das zu merken, wo das war. Ich habe mal einen Erfolg gewürfelt. Wahrscheinlich an der Stelle, wo es nichts zu finden gibt, aber ich wollte es trotzdem mal erwähnen. Während die beiden anderen suchen, geht John zu dem... Ah, wir haben kein Hartgas, ne? Wir haben nur Bier gehabt, richtig? Bier gab's in der Hütte, aber du hattest dann noch ein bisschen mehr dabei. Okay, perfekt. Dann kippe ich tatsächlich uns dreien nochmal einen Schnaps ein, während die beiden anderen am Suchen sind. Ja, die beiden anderen stoßen quasi in dem Flur nochmal aufeinander, schulterzuckend, weil sie in den Schlafzimmern außer Streichhölzern und ein paar Kerzen und einer Bibel nichts großartig gefunden haben und blicken sich da noch einmal um. Und dabei streift ihr Blick dann auch die Decke, wo quadratischer Umriss einer Luke zu sehen ist, die den Dachboden wahrscheinlich führt. Dachboden? Keine Ahnung. Ist hier irgendwas, um sie runterzuholen? Ja, neben dem großen Schuhschrank, der da steht, ist so ein Stab mit dieser, in dem Haken oben dran. Ja, greife ich doch mal nach dem Stab und angel dann mal nach dem Loch in der Luke und versuche das runterzuziehen. Genau, ziehst das runter und es rauscht dann auch die Leiter auch direkt mit runter. Muss einen Satz zur Seite machen. Offensichtlich hat hier eine Sicherung nicht ganz so gehalten und hätte dich fast erschlagen. Aber ja, die Luke ist auf und die Falltreppe ragt bis nach unten und lädt ein, nach oben hinaufzusteigen. Ah, warte, ich hole die Lampe nochmal eben von John. John, wo bist du schon wieder? Ich würde tatsächlich sagen, durch das Gepolter, das hört wahrscheinlich auch John in der Küche, dann wird John mit den drei Getränken zu seinen Weggefährten gehen. Was habt ihr denn da? Was ist das denn? Viel wichtiger, was hast du denn da? Ich hab mir gedacht, zur Entspannung, der gibt dir einen Whisky. Ach, ist genau das Richtige.
Ich glaube auch. Roy hier. Und er gibt Roy auch ein Whisky. Dank dir. Auf den Urlaub. Verdammt nochmal. Und los. Boah. Genau das Richtige. Ah. Ja, entweder er hilft oder er bringt mich um. Gehen wir erstmal davon aus, von ersterem. Komm, lass uns mal schauen, was sich da oben noch Interessantes verbirgt. Mhm. Wer steigt hinauf? Och, Roy wollt doch gerade. Dann mach ich das mal. Ich schnapp mir mal die Taschenlampe und... Setzt vorsichtig einen Schritt nach dem anderen auf die Leiter. Lass ihn nicht von Aliens beißen. Die Aliens sind unten im Keller hinter der anderen Tür. Achte auf meine Worte. Dein Kopf ragt über den Boden des Dachbodens und blickst dich einmal rum, schwenkst die Taschenlampe um und auch hier jede Menge Staub und Spinnweben, die sich hier über die Jahre wohl angesammelt haben. Aber es gibt auch eine ganze Reihe an Kisten, die da herumstehen, die gestapelt sind. Es ist ein Stuhl, steht irgendwo in der Ecke, irgendein Gestell mit zahlreichen Kleiderhaken und eine Holztruhe. Bislang, soweit ich das übersehen kann, nur alter Kram. Haufenweise Kisten. Ich werf mal einen Blick rein. Ja, ich komm hoch und helf dir. Ja, John guckt, wie Nick hochgeht, guckt die Luke an, guckt seinen Bauch an und entscheidet dann unten zu bleiben. John, was ist mit dir? Ja, also, hast du mich mal angesehen und die Luke angesehen? Ich komm vielleicht hoch, aber ich komm nie wieder runter. Das klingt doch mal nach einem Angebot. Du machst die erste Kiste auf. Ja, die ist vollgestopft mit jede Menge in alten Zeitungspapier eingeschlagener Sachen. Nimmst eins davon heraus und es macht den Eindruck, als sei es irgendwie Tinnef, ne? Also irgendwelche Figürchen aus Porzellan oder so. Ein paar Gläser, die da eingewickelt sind. Eher langweiliges Zeug. Hm. Was ist das denn jetzt hier alles für Kram? Ich mach da noch eine Kiste auf. Ich mache auch eine noch auf. In der Kiste, die Nick aufmacht, sind eine Reihe an Büchern enthalten. Irgendwas Besonderes dabei? Ja, also eins weckt direkt deine Aufmerksamkeit. Ein Bestimmungsbuch für Vögel von Peterson. Ein Roman von einem gewissen Melville über irgendwas mit einem Wal und ähnlicher Romane, Abenteuer, Literatur. In der Kiste, die Roy aufmacht, finden sich zahlreiche Notizbücher. Was ist das denn für ein Zeug? Ich nehme mir mal eins raus und blättere einfach mal rein. So, das Querblättern, alles handschriftlich gefüllt, wie man beim Notizbuch wahrscheinlich auch erwarten würde, mit wissenschaftlichen Bemerkungen, Notizen, die da gemacht worden sind, irgendwie... als hätte hier jemand Experimente durchgeführt und protokolliert. Listen, Tabellen und ja, zahlreiche Bezeichnungen, die dir auf den ersten Blick nicht sagen. Mhm. Macht das eher einen medizinischen Eindruck oder irgendwas anderes? Ja. Hat zu Bio oder Chemie? Nö. Nö, genau. Also dann könnte medizinisch sein, könnte auch. Ja. Also astronomisch ist es auf jeden Fall nicht. Ja, schnapp ich mir mal so ein Notizbuch und geh mal zurück zu der Luke. John? Ja? Hier, komm mal her. Ich nehme das entgegen. Schau dir das mal an. Kannst du damit irgendwas anfangen? Und ich schlag das Buch auf. Machst mal Bibliotheksnutzung und kriegst einen Bonuswürfel, weil du hast ja, glaube ich, Bio oder so, ne? Hast du was gefunden? Ich habe hier nur ein paar alte Bücher. Bücher? Hm. Lass mal sehen. Ja, Vogelbestimmungsbuch. Wird dir bestimmt gut tun. Ich kenn's schon. John blättert unten das Notizbuch so immer quer durch und handelt sich tatsächlich um irgendwelche medizinischen Experimente, die da durchgeführt worden sind. Irgendwo findest du eine Notiz von wegen, dass hier jemand eine Flüssigkeit gefunden hat, die auf jedes Stück toten Fleisches angewandt werden kann. Also... Wenn ich mir das so durchlese, dann sind es definitiv medizinische Aufzeichnungen, brüllt John halt hoch, dass die beiden anderen das hören können. Und hier hat wohl jemand eine Flüssigkeit gefunden, die mit totem Gewebe reagiert. Gibt's da noch mehr oben? Ja. Hier ist alles voll. Könnt ihr mir noch ein paar bringen, bitte? In der Kiste hier ist ein knappes Dutzend. Ich geb sie dir mal runter.
Ja, John würde die alle entgegennehmen und dann tatsächlich sich am Küchentisch setzen und die anfangen, ja, mal quer zu lesen. Nicht durchzulesen, aber quer zu lesen. Ja, du studierst da erstmal eine Weile, ja. Was machen die anderen? Ja, ich gehe tatsächlich mal rüber zu der Bücherkiste und schaue mir die ein bisschen genauer an, ob da noch irgendwas Interessantes dabei ist oder wirklich einfach nur Abenteuerromane und ähnliches. Ich schaue nochmal, ob ich noch in den anderen Kisten noch irgendwas Interessantes finde. Also die anderen Kisten beinhalten noch irgendwie alte Kleidungsstücke, nicht mehr in dem wirklich besten Zustand. Also hier und da sind auch schon größere Mottenlöcher mit drin. Und die Bücher, ja, dabei handelt es sich tatsächlich durchweg um, ja, Romane, Unterhaltungsliteratur und, wie gesagt, ein paar naturwissenschaftliche Bücher zur Bestimmung von Fauna und Flora. Alles älteren Datums, deutlich älter. Also, hier ist erstmal nichts mehr. Was heißt denn deutlich älter? Also irgendwie 30er Jahre, 40er Jahre, was auch immer. Ja, eher in diese Richtung, ja. Okay. Also deutlich von den 70ern, in denen wir jetzt gerade drin sind, weg. Hast du noch irgendwas gefunden? Nur ein bisschen Kram, nichts Besonderes mehr. Kein Batterieladegerät? Natürlich nicht. Ich sollte das auch auf dem Boden aufbewahren. Ja, ihr gebt die Suche oben auf dem Dachboden auf und kommt mit verstaubten Knien. Also ich möchte aber übrigens wenigstens so weit einmal da durchgehen, dass ich mir sicher sein kann, dass sich da oben niemand versteckt. Da kannst du dir absolut sicher sein. Okay. Geht dieser Speicher, dieser Dachboden, geht das über den ganzen, über das ganze Haus? Geht einmal über das gesamte Haus, ja. Aber der ist vergleichsweise niedrig, ne? Also an der höchsten Stelle kann man gut stehen, aber dann senken sich die Giebel doch oder die Seiten doch sehr stark ab. Gut. Bist du durch? Dann lass uns runter. Ja, schauen wir mal, was unser Mediziner da unten rausgefunden hat. Ja, wenn ihr in die Küche kommt, dann seht ihr, dass John so alle Bücher auf dem Küchentisch ausgebreitet hat und sich so quasi drauf lehnt und die alle so einmal quer liest. Immerhin kann jetzt wirklich niemand mehr unten aus der Luke rauskommen. Die Augen brennen und ob der späten Zeit und des Whiskys, den ihr euch da nochmal gegönnt habt. Aber das, was du soweit in der ersten rund halben Stunde oder so des Querlesens identifizieren konntest, ist, dass es hier um Reanimation geht. Und wie du ja schon anfangs gesehen hast, irgendeine Flüssigkeit, die man auf totes Gewebe drauf applizieren kann, wodurch dieses Fleisch wieder zum Leben erweckt werden kann. Oder je frischer dieses Fleisch ist, desto besser. Und zu viel der Flüssigkeit ist dann auch wieder zu viel. Okay, John bemerkt, dass ihr reinkommt, dreht sich zu euch um und sagt, das ist ein Wunder. In diesen Notizen steht, dass diese ominöse Flüssigkeit, dass sie in der Lage ist, totes Gewebe zu reanimieren, wir reden hier von einer Weltsensation. Das ist Schwachsinn. Freunde, und nichts weiter. Da muss ich Roy zugeben, recht geben, das ist völliger Blödsinn. Wir haben es wahrscheinlich mit irgendeinem Verrückten zu tun, der hier seltsame Experimente macht oder gemacht hat. Und ja, das ist das Ergebnis, was wir unten sehen. Wenn das stimmt, was hier drin steht, dann ist das ein Quantensprung für die Medizin. Es ist ein Wunder. Und John widmet sich tatsächlich wieder den Büchern und versucht noch ein bisschen mehr herauszulesen. Na toll. Jetzt haben wir unseren eigenen verrückten Wissenschaftler herangezogen. Nein, ihr missversteht. Stellt euch vor, wenn das stimmt, wie man behandeln kann, das würde alles verändern. Das würde gar nichts verändern. Das ist, keine Ahnung, was das ist. Das ist ein Horrorfilm. Habe ich vor ein paar Jahren gesehen. Die Nacht der lebenden Toten war nicht besonders positiv. Sagen wir es so. Da stimmt, den habe ich auch gesehen, jetzt wo du es sagst. Und das erscheint mir jetzt nicht unbedingt als besonders erstrebenswert, aber noch weniger erstrebenswert finde ich es momentan, mir vorzustellen, dass wir unten im Keller einen Haufen Zeug haben, was tot ist und in irgendeiner Flüssigkeit schwebt. Wenn wir nach den Aufzeichnungen gehen, dann müssen wir uns die Frage stellen, ob es wirklich tot ist.
Ja, es ist tot. Ich sag mal so, ich habe bis jetzt sehr selten irgendwelche Köpfe oder Hände gesehen, die noch gelebt haben, nachdem man sie vom Körper getrennt hat. Und ich habe einiges davon für meine Bücher recherchiert, aber ganz ehrlich, das ist doch verrückt. Naja, dann wirst du doch bestimmt nichts gegen haben, wenn wir nochmal runtergehen und gucken. Wir müssen eh runtergehen, um zu schauen, ob wir irgendwie die Batterie aufgeladen kriegen. Aber den Raum auf der linken Seite, wo du letztes, den du da gestürmt hast, den würde ich nicht nochmal aufsuchen. Okay, perfekt, dann lass uns nochmal runter. Und John, versuch diesmal wirklich effizient auch zu helfen, den Tisch wegzuschieben. Nein, wir gehen da jetzt nicht runter. Warum gehen wir jetzt nicht runter? Wer weiß, was wir da unten finden? Vielleicht eine Batterie oder ein Ladegerät. Du hast doch voll gehört. Ihr wollt doch weg. Also, naja, also eigentlich wollen wir alle weg, aber... Ja, aber doch nicht im Keller. Denk doch mal drüber nach. Wir können das auch morgen früh machen, aber ich weiß nicht, ob ich heute Nacht noch mal schlafen kann mit diesem Gedanken im Hinterkopf. Ihr denkt doch jetzt nicht allen Ernstes nach, da noch mal runterzugehen. Das ist auf jeden Fall die bessere Option, als hier sich noch mal hinzulegen und zu schlafen. Doch, ihr seid unmöglich. Lass uns einfach mal schauen, was im anderen Raum ist. Und wenn wir nur einen Raum voller toter Sachen und irgendwas anderes haben, dann kann ich vielleicht auch besser schlafen. Ich stimme Roy zu. Weißt du was, Roy? Ich hoffe so sehr, dass wir da unten einfach nur Aliens finden. Ich weiß nicht. Zombies auf der einen und Aliens auf der anderen Seite fände ich jetzt auch nicht unbedingt sehr erstrebenswert. Nun komm. Räum den Tisch zur Seite. John zieht ihn so ungeduldig am Tisch. Kommt, helft mir. Ich schaff das nicht alleine. Fee, ich gehe wegen sowas drauf. Und damit fange ich an, den Tisch zu schieben. Neuerlich schiebt er den Tisch beiseite, legt die Luke darunter frei, hebt diese an und sofort kommt auch wieder dieser Duft nach oben. Boah. Der übelste, in wahrsten des Wortes, Erinnerungen weckt. Ich nehme wieder das nasse Handtuch und halte mir das vors Gesicht. Mach das vielleicht auch so, es hilft wenigstens etwas. Genau, ich mache es ihm auch gleich. Ich nehme ja ein Handtuch und mache es nass und halte es mir auch vors Gesicht. Ich tue das Gleiche. Okay, wir gehen also mal runter. Von mir aus gehe ich auch wieder vor. Von links strahlt noch die extrem helle Beleuchtung aus diesem medizinischen Raum. Von da ist der Flur unten hell erleuchtet und rechter Hand ist die zweite Stahltür. Na gut, irgendwelche Freiwillige? Ich gehe erstmal zu der linken Tür rüber und ziehe die wieder zu. Ist die irgendwie verschließbar oder ist die einfach nur heranzuziehen? Nur ranziehen und dann schnappt diese klassische Nase halt ein. Okay. Also sie hat auch ein Schloss, aber... Ja, dann die andere Tür. Mhm. Aufmachen, reinleuchten. Auch dahinter ein Raum, der sehr dunkel ist, unbeleuchtet, aber mit der Taschenlampe kann man so ein wenig erkennen. 4 große metallische Objekte sind da in diesem Raum zu sehen. Das Taschenlampenlicht ermöglicht dir jetzt nicht genau zu identifizieren, was es ist, aber diese... Was auch immer es ist, stehen wohl auf irgendwelchen Wagen oder so. Zumindest sind da drunter Gestelle mit Rädern zu erkennen. Das Erste, was dir so ein bisschen durch den Kopf schießt, als du so ein Ding erblickst, oder auch den anderen, die halt mit durch die Tür schauen, ist, tja, vielleicht sind das eiserne Lungen oder so, aber dafür sind sie dann vielleicht wieder ein bisschen zu klein. Aber lang genug, so durchaus 2 Meter, sind sie auf jeden Fall. Aha. Könnte es auch sein, dass einer der ersten Gedanken, die ich im Kopf habe, Sarg ist? Nee, Särge sind's nicht. Also dafür sind sie zu metallisch und mit Glasfenstern oder so versehen. Sie sind rund, eher so fassmäßig. Und von ihnen, also tropft irgendwas runter. Eine ja, leicht fluoreszierende, zähe Flüssigkeit. Der ganze Raum stinkt auch bestialisch, ein wenig anders als das Labor oder was auch immer, wo ihr eben wart. Hier ist es also mehr ein beißender Ammoniakgeruch und süß, ja, dazu süßlich verrottendes Obst oder so, dieser Gestank. Das sieht nicht nach einem Ladegerät aus. Nein. Roy, ist da zufällig ein Lichtschalter? Ist da Licht? Ich glaube, ich fasse hier keinen Schalter an, nur zur Sicherheit. Ich gehe mal ein bisschen näher ran und leuchte mal in diese Dinger rein.
Die sind leer und da drin ist, sind auch Reste von so dieser schleimigen Flüssigkeit zu erkennen. Und was du aber auch bemerkst, wo du jetzt direkt daneben stehst, ist, dass diese geöffnet sind. Also die obere Hälfte kann man wohl aufklappen und die liegen nur noch so locker lose auf. Okay. Kabel führen davon an der Wand entlang zu einer zentralen Box an der Stirnseite. Und wenn du jetzt so einmal rumschaust, dann siehst du, dass dieser Raum noch zwei weitere Türen hat, die auch an der gleichen Wand sind, durch die ihr jetzt gerade reingekommen seid. Einmal quasi im Norden und einmal im Süden führt jeweils nochmal eine Tür ab. Hast du da drin jetzt was gefunden? Nein, die Dinger sind leer. Ach, zum Glück. Hier sind noch ein paar Türen. Ich versuche mir gerade mal den Grundriss der Hütte vorzustellen. Ist das, was wir da jetzt sehen, immer noch da drunter oder bewegen wir uns da jetzt möglicherweise raus? Ihr seid immer noch da drunter. Ihr seid also jetzt eigentlich von deiner Orientierung her unter dem Wohnzimmer und der Vorratskammer. Okay. Ich gehe dann jetzt auch rein zu Roy. Ein bisschen zögerlich würde John auch folgen, aber tatsächlich mal gucken, ob er neben der Tür Lichtschalter sieht. Da ist ein Lichtschalter. John macht den an. Ja, es geht Licht an. Verdammt! Beleuchtet nicht so extrem hell wie der andere Raum da, aber ausreichend hell, um jetzt wirklich alles zu sehen. Man braucht keine Taschenlampe mehr und am Boden sieht man jetzt also auch diese schleimige Flüssigkeit, die aus diesen, was auch immer für Kammern da raustropft ist. Und da scheinen sich also auch ein paar Fußspuren gebildet zu haben, die in Richtung des Eingangs sich bewegt haben. Das ist genau diese schleimige Substanz, die ihr am Fußende der Treppe schon bemerkt habt. Diese Fußspuren sehen die... Wenn ich jetzt sage, sehen die frisch aus, klingt das bescheuert. Aber das sieht nicht aus, als ob die da schon seit Jahren oder so sind. Nee, also wenn man annimmt, dass dieser Schleim im Zweifelsfall irgendwann auch trocknen würde oder so, dann muss man da schon rausschließen, dass diese Spuren vergleichsweise frisch sind. Und wo kommen die her? Können wir das auch feststellen? Aus Richtung dieser komischen Behältnisse. John? Ja, John ist tatsächlich ziemlich interessiert und guckt sich diese komischen Behältnisse an und würde die ganz gerne untersuchen und darüber sinnieren, ob die eventuell auch in der Aufzeichnung oder in den Aufzeichnungen, die John Quer gelesen hat, vorgekommen sind. Da wurde etwas erwähnt von Überdruckkammern oder so. Also in den Aufzeichnungen, die ich oben gelesen habe, habe ich tatsächlich was von Überdruckkammern gelesen. Vielleicht ist es ja das. Ich bin mir den Kontext noch nicht bewusst, warum man Überdruckkammern braucht. Also ich bräuchte noch ein bisschen Zeit, mir den Passus in den Büchern durchzulesen. Aber ich habe sowas aus medizinischer Sicht noch nie gesehen. Tja, was heißt denn das jetzt? Dass da was drin war und was dann rausgelaufen ist? Auf zwei Beinen? Das sind Johns wandelnde Tote. Ja, nee. Nee, nein. Vor allen Dingen, wieso sind das meine? Und ich guck dich an. Du hast angefangen damit. Und du warst so fasziniert davon. Ich bin auch immer noch sehr fasziniert davon. Ihr müsst euch vorstellen, welche Möglichkeiten das gibt, wenn das wirklich wahr ist. Dass die Möglichkeiten sind, schreiende Menschen, Blut und Verderben. Ja, aber warum glaubt ihr denn, dass diese Reanimierten dann grundauf böse sind? Also es kann ja sein, dass sie normal sind. Da wurde Bücher drüber geschrieben und Filme schon gemacht. Und alles, was du im Fernsehen siehst, ist wahr? Nein, natürlich nicht. Aha! Alles, was du in Notizbüchern liest, ist wahr? Ich habe ja nicht gesagt, dass es richtig ist oder wahr ist, aber es ist hochinteressant. Und dann deutet er so auf diese Kammer und anscheinend ist da ja was dran, also... Ja, und jetzt? Er runzelt so mit den Armen und die runzelt mit der Stirn. Naja, also vielleicht sollten wir noch in die anderen Türen gucken. Ich möchte zumindest erst mal wissen, wenn hier irgendwas rumläuft, was hier ist und ob es eventuell irgendwie nach oben kommen kann. Ja, wenn ich das richtig sehe, ist es doch schon nach oben gegangen irgendwann mal. Wieso? Da, die Spuren, die führen da raus. Genau.
Ja gut, doch. Sie führen in einen anderen Raum, aber doch nicht unbedingt nach oben. Sie führen doch in den Vorraum, richtig? Das habe ich doch richtig verstanden, oder? Zur Treppe, die hochgeht. Siehst du? Guck, also wenn etwas rausgekommen ist, dann wird es schon wahrscheinlich oben sein. Was? Also sind wir wahrscheinlich hier sicherer als oben. Ja, natürlich, weil wir hier so große Chancen haben, davon zu kommen. Ach, willst du jetzt so eine Batterie finden oder nicht? Ich weiß es nicht. Jetzt, dann lass uns doch da einfach die Tür aufmachen. Ich zeige auf die Tür im Süden und hier dann irgendwie zusehen, dass wir schnellstens rauskommen. Und dann sollten wir oben vielleicht alles verbarrikadieren, damit was auch immer dann da draußen rumrennt, nicht in das Haus reinkommt, oder? Ja, Nick, das ist eine hervorragende Idee. Machen wir die Tür auf. Ich mache dann die Tür im Süden auf. John geht so ein bisschen hinter dich. Versteckt sich so ein bisschen. Ich glaube, dieses Bild hatte ich auch. Ja, genau so ein Bild ist das auch. Mit dem Licht aus dem großen Raum und der Taschenlampe erkennt er, dass es sich hier um einen relativ langen Gang, naja, lang ist gut, handelt, der auf der linken Seite eine ganze Reihe an Regalen beinhaltet. Und stehen einige Kartons und Kisten da am Boden, während in der hinteren Ecke, da sind auch wieder eine ganze Reihe an Arbeitstischen an der Wand entsprechend platziert und irgendetwas leuchtet da so fluoreszierend. Ich fühle mich von dem Leuchten angezogen und gehe dann in die Richtung. Mit der Taschenlampe. Na klar. Ja, nur damit klar ist, wer die Taschenlampe hat und dass der Rest dann so ein bisschen im Düstern steht. Auf dem Tresen an der Wand steht eine, ja, vielleicht so 15 Zentimeter große Flasche mit irgendwie einer grünlich leuchtenden Flüssigkeit. Die Flasche ist mit einem Gummistopfen oben gesichert oder und steht zwischen einer ganzen Reihe an Laborutensilien, sprich Kolben und größeren Glasspritzen und Behältern. Kommt mal her, was ist das denn hier? Ja, John würde hinterhergehen tatsächlich und sich das mal neugierig ansehen. Eine feine Staubschicht liegt auf allem, aber diese grünliche Flüssigkeit zieht einen doch so ein wenig magisch an. Alles andere macht den Eindruck nach einem Chemielabor. Ist die Flasche in irgendeiner Art und Weise etikettiert oder ist es einfach nur eine Flasche? Es ist einfach nur eine Flasche. Nichts etikettiert. Wo denkst du hin? Okay, John würde die Flasche mal nehmen und gucken, wie die Viskosität der Flüssigkeit da drin ist. Also die Flasche so ein bisschen hin und her wiegen. Flüssig. Es ist nicht so wie die schleimige Flüssigkeit, die sonst überall bisher gefunden wurde. Nick, siehst du das? Es scheint nicht dieser komische, ich sag mal, Schleim zu sein, sondern es scheint was anderes. Tja, na gut. Soll ich's aufmachen? Nein. Na gut. Was macht Roy derweil? Ich stehe so ein bisschen dahinter und schaue mir das Ganze an und werfe aber immer wieder einen Blick rüber in Richtung des Vorraums, ob da irgendetwas oder irgendjemand auftaucht oder sonst irgendwas. Stehst schmieren. Sozusagen, ja. Tja, was ist denn das hier? Kann man aus diesem, also auf diesem Aufbau, wie das da so so alles so aufgebaut ist, kann man da irgendwas von ableiten vielleicht, was damit, also was das Ziel von diesem ganzen sein könnte? Wie waren deine Chemiekenntnisse? Weiß, vielleicht reichen meine Chemiekenntnisse. Ah, ich glaube nicht. Also Whisky wurde da nicht schwarz gebrannt oder so. Du sagtest ja irgendwie, da sind auch noch so Kisten, dann fang mal ein bisschen an zu stöbern. Was da sonst noch so, also was ich da noch so finde. Es sind drei große Metallbehälter. Wenn du da den Deckel so aufmachst, dann schwallt dir direkt auch ein Geruch nach Benzin entgegen. Also jemand Treibstoff gelagert. Daneben steht eine Kiste, in der ein niegelnagelneuer Generator drin ist. Und zahlreiche Kartons, die da wild aufeinander gestapelt sind, mit ganz offensichtlich medizinischen Utensilien wie Bandagen, Spritzen, irgendwelche Bänder und Gummischläuche und was weiß ich was alles. Okay, das ist alles uninteressant. Ich hab einen Generator gefunden und Treibstoff. Oh. Glaubst du, damit können wir irgendwas mit der Batterie machen? Vielleicht können wir sie damit laden? Es ist ja nicht so, dass ihr nicht schon Strom habt oben, aber... Ja, in der falschen Stromstärke. Ich hab doch keine Ahnung, ich kenne mich in Elektronik nicht aus. Ja, ich doch auch nicht. Tja,
Ich auch nicht. Da haben wir jetzt wohl ein Problem. Wir haben vielleicht noch ein ganz anderes Problem und ich gucke mich nochmal in Richtung des Eingangs um. Ich nehme auf jeden Fall hier das Benzin mit. Vielleicht kann man das immer irgendwie brauchen. Nimmst du einen 50-Gallonen-Kanister? Okay, also so große Kanister. So große Kanister. Ja, gut. Nick, was hast du vor? Ja, ist ja gut. Ich habe nicht gesehen, dass... Also, steckt mir noch in der Kiste. Ach, egal. Hat John in den Aufzeichnungen auch was über so eine grüne Flasche gelesen? Über eine grüne Flasche? Über die grüne Flüssigkeit. Über die grüne Flüssigkeit, jawohl. Ja, genau. Ja. Was kommt mir in den Sinn? Tödlich, nicht trinken. Bitte trinken. Ganz so ruhig trinken, wirst als Leiche wiederbelebt. Ja, das war in der Kürze der Zeit jetzt nicht genau alles zu lesen, aber da stand schon irgendwas aus Flüssigkeit oder irgendwas aus Südamerika. Flüssigkeit, irgendwas wusste. Okay. John würde die Flasche auf jeden Fall mitnehmen. Mhm. Nick, ich glaube, dieser Generator könnte uns wirklich hilfreich sein. Vielleicht, also mit unserer gemeinsamen Intelligenz. Vielleicht sind wir ja in der Lage, den Generator irgendwie mit dem Funkgerät zu verbinden. Ich meine, das sollte ja von der Spannungsstärke reichen, oder? Ich weiß nicht mal, was Spannungsstärke ist. Ich habe in Physik nicht richtig gut aufgepasst damals. John Nick traurig. Roy auch. Darf ich das noch bitte selbst entscheiden? Entschuldigung. Das klang jetzt nur so. Okay, ich nicke auch traurig. Zufrieden? Gut, dann lasst uns noch eben den anderen Raum durchsuchen und dann ja, sollten wir oben alles verbarrikadieren und irgendwie gucken, dass wir die Nacht rumkriegen und dann vielleicht finden wir in dem anderen Raum noch was. Gut, jetzt gehen wir mal schauen. Die nördliche Tür führt in eine sehr kleine Kammer. Und das Licht, das hier wiederum reinstrahlt oder das mit der Taschenlampe erleuchtet, da seht ihr, der ganze Raum ist quasi, wird eingenommen durch einen riesengroßen Glaszylinder. Rund oben und unten mit Bronzekappen oder so abgeschlossen, in denen merkwürdige Symbole eingraviert sind. Und in diesem Glaszylinder, ist also komplett gefüllt mit irgendeiner merkwürdigen Flüssigkeit, schwimmt irgendetwas, das aussieht wie, ja, das habt ihr noch nicht gesehen, was das ist. Zwei irgendwie geartete Objekte, die in der Mitte zusammengewachsen sind und da eine Art Auge oder so haben und eine Zunge, die direkt darunter raushängt. Meinst du mit Schwimmen jetzt, das bewegt sich aktiv in diesem Zylinder oder das treibt da einfach nur so drin treibt rum? Das treibt da nur irgendwie so rum, ja. In dem Glas gibt's eine versiegelte Öffnung, also mit so einem Gummibezug oder so. Und an der Wand hängt eine recht große Spritze, also wirklich groß, mit einer ewig langen Nadel, die sicherlich einen Meter lang ist. Was ist das? Ich habe keine Ahnung. John steht da nur mit dem Mund offen und ist sichtlich entsetzt. Haben die mit der Nadel da aus dem Ding was rein oder rausgezogen? Ich habe sowas noch nie gesehen. Das ist... Ich glaube, du bist mit deiner Alien-Theorie nicht so... Also... Also ich meine, Alien-Theorie hin und her und so, das ist ja alles ganz schön und lustig und da kann man sich bestimmt auch tolle Gruselgeschichten drüber erzählen, aber das kann doch nicht echt sein. Ich finde das gerade gar nicht lustig. Ah, jetzt weiß ich, was das ist. Das hat sich der... Ja, natürlich. Der Vermieter, der hat sich das überlegt, um uns blöde Touristen da mal so richtig auf den Arm zu nehmen. Er hat sich aber viel Mühe beigegeben. Ja. Ja, sie können jetzt rauskommen. Lustig. Macht mal eine Probe auf Stabilität. Denn kaum als er das gerufen hat, ihr könnt jetzt rauskommen oder so, bewegt sich auf einmal dieses Objekt, die Zunge zuckt ein wenig, sie schlägt gegen die Scheibe in eure Richtung, als ob sie da anklopfen würde oder versuchen würde, mit dieser Zunge euch zu greifen. Ach du. Oh mein Gott.
Ach gut, du Heiliger. Du sagtest, es ist ein kleiner Raum, oder? Ja, ja, genau. Zweimal gescheitert und einmal ein Patzer bei der Stabilitätsprobe. Das heißt, ihr dürft euch alle schon mal ein D8 Stabilität abziehen. 6, 5. Das heißt, ich habe jetzt insgesamt 10 Punkte Stabilität verloren. Von wie viel? Von 50. 46. Also 10 von 50. Ja, genau. Genau. Dann machst du mal eine Intelligenzprobe. Oh weh. Wo ist meine Intelligenz? John hat aber auch ja alleine damit schon die 10% geknackt, ne? Genau, ich bin von 45 runter und ich habe schon die nachfolgende Probe gewürfelt. Wow. Butschibum, butschibum. Oh nein. Jo, ein schwieriger Erfolg. Also John darf natürlich dann auch noch die Probe machen. Und bei Nick, jetzt bin ich gerade... Nee. Du hast auch deine 10%, ne? Ja, natürlich 10%. Intelligenz, also IN, richtig? Jawohl, genau. Okay, ich hab's nicht geschafft. Ja, gut. Du bist nach wie vor sehr fasziniert von dem Teil, das sich dann da auch bewegt. Und hast du überhaupt null Plan davon, was es ist? Aber es erfüllt dich mit absolutem Interesse. Ja, aber im zweiten Moment merkt John, wie sein Brustkorb anfängt zu schmerzen. Und er packt sich panisch in seine Bauchtasche, schmeißt eine Pille ein. Ihr beide wisst nicht, was er da gerade macht. Mir auch egal. Das ist ein schwieriges Ding. Ja, was macht Roy? Was passiert mit Roy? Der durchdringt definitiv, dass das alles irgendwie nicht so mit rechten Dingen zugehen kann, was hier passiert. Ja. Ja, was passiert mit dir? Weiß ich nicht. Eine Idee, ein Vorschlag, ein Angebot? Da ich ja im Vorfeld schon Angst hatte davor, dass da irgendetwas durch die Tür gewatschelt ist, fühle ich mich jetzt also darin bestätigt, dass hier auf jeden Fall ja irgendwelche übernatürlichen Dinge passieren, irgendwelche Monster hier herumlaufen. Und blicke mich also nur noch panisch überall um, ob da mir irgendwelche Körperteile oder sonst irgendwas entgegenkriechen, weil in meinem Kopf bewegt sich im Moment irgendwie jeder Schatten wird zu irgendetwas, was auf mich zukriecht. Mhm. Mach noch ein W10. Auch das noch. Kann ja nichts werden. Genau. Also jeder Schatten, und das ist halt, wenn man mit der Taschenlampe hantiert, gibt's viele Schatten. Bewegt sich. Ach, was du nicht sagst. Eine okay. 7. 7. 7. Ja, das heißt, du hast eine ganze Weile Spaß. Ihr seht, also für euch sieht das jetzt so aus, dass ich also panisch da durch den Raum laufe, mich hinter irgendwelchen Dingen verstecke, dann wieder da herausspringe. Ah, nein! Ah, da, seht ihr! Oh mein Gott! Aber sehr viel mehr ist aus mir nicht rauszukriegen. Verdammt, was passiert hier? Was ist das für ein Ding? Und ich weiche dann rückwärts aus diesem kleinen Raum erstmal weiter raus. Ja, John ist momentan nicht in der Lage. Der kniet so davor und hält sich den Brustkorb. John, komm mal weg! Er ist gerade sehr mit sich selber beschäftigt. Roy, wo bist du? Wir müssen raus hier. Raus. Ja, aber da sind sie. Da warten sie doch schon. Sie sind draußen. Sie warten schon. Was? Wie? Wer? Was? Nein, da wartet gar keiner. Wir müssen aus diesem Keller raus. John, jetzt komm endlich. John versucht, langsam und stetig in deine Richtung zu gehen. Aber er hat sichtlich Probleme. Eine Hand immer an der Hand. Ne? Ja, genau. Also so wirklich. John, jetzt komm. Ja, ich versuch's noch. Dann fange ich an John zu zerren, um ihn aus diesem Raum rauszukriegen. Und sobald er dann raus ist, knall ich die Tür nur noch zu von diesem kleinen Raum. Und dann schubse ich ihn Richtung Kellerraum, also Richtung Treppe. Nick, los, raus da! Da geh raus! Ja, aber... Roy! Das Benzin! Benzin! Fackeln wir es ab! Abfackeln! Was willst du abfackeln? Da! Er zeigt auf die Tür, wo wir gerade drin waren, wo sich das Ding
befindet. Und ich gucke mich also einfach mal um. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Aber offensichtlich juckt es mir in den Fingern, tatsächlich die Bude über meinem Kopf anzuzünden. Ich eile dann auch in den anderen Raum schon und fange an einem dieser Kanister zu zerren. Nee, hilf mir doch! Ja, Nick! Gut! Ja! Oh. Metallisch schleift dieser Kanister über den Boden. Ja, John würde tatsächlich versuchen, im Rahmen seiner Möglichkeit ihm zu helfen, aber es ist wahrscheinlich mehr so ein Alibi-Ding, ne? Also, er ist wirklich am Ende. Ja. Also ich greife da irgendwann auch zu und versuche also da irgendwas zu machen. Kann man das überhaupt bewegen? Du hast gesagt 50 Gallonen, das sind 200 Liter. Das kriegst du nicht bewegt. Du hast recht. Aber mir wurde ja auch gerade in den Mund gelegt, dass ich über den Boden zerre. Ich zerre einfach nur an diesem einen Kanister. Ja, das Adrenalin. Übermenschliche Fähigkeiten. Pack doch mal mit an. Ich bin doch. Ich versuch's. Ich kann ja. Wenn wir ihn auskippen, dann läuft es da alles rüber und dann können wir alles verbrennen. Ja, gute Idee. Dreh die Scheiße um. Los, auf drei. 1, 2, 3, los, ziehen. Schaffen wir das? Mit vereinten Kräften bewegt er dieses, ja, eher fast quer über den Boden. Bis in diesen großen Raum, in dem diese vier merkwürdigen Kammern halt standen. John ist da definitiv keine große Hilfe, aber weiter kriegt das wahrscheinlich nicht. Ich glaube, weiter wolltet ihr es auch nicht, oder? Ich bin schon begeistert, dass wir es überhaupt so weit geschafft haben. Und schmeißt es da um? Mhm. Das Benzin schwappt da raus, verdrängt diesen Ammoniakgeruch, der da im Raum ist. So, jetzt raus mit euch. Oben sind die Streichhölzer. Ich hol sie und stürme also so schnell wie ich kann die Treppe nach oben. Also da John weiß, dass er wahrscheinlich am längsten brauchen wird, um da irgendwie hochzukommen, fängt er auch so an, sich die Treppe hochzuquälen. Nick, komm! Nick! Ja, ich komm schon. Damit drehe ich mich dann auch um und versuche die Treppe hochzukommen. Schiebst John so ein bisschen an. Ne? Ja, natürlich. In der Küche trefft er dann auch wieder auf Roy, der da irgendwie aus einem der Schlafzimmer halt die Streichhölzer geholt hat. Ja. Warte, wir müssen erst unseren ganzen Kram hier aus dem Haus schaffen und dann kannst du es erst anzünden. Ich stelle mich also dahin und gucke so die Treppe runter, ob ich das, ja, Benzin oder was auch immer das ist, da schon langfließen sehe. Ja, so lange wie der John gebraucht hat, um die Treppe raufzukommen, siehst du schon, dass da unten das Benzin aus dem Raum in den kleinen Flur reinschwappt. Ja. Dann gehe ich einfach nur 1, 2 Schritte runter und zünde also so einen ganzen Stapel Streichhölzer auf einmal an und lasse sie also da reinfallen. Nein! Okay, Nick, wir packen unsere Sachen nicht mehr raus! Raus! Roy, nicht! Bleibe am oberen Ende der Treppe dann natürlich stehen und gucke da also runter, um sicher zu gehen, dass das Feuer auch angeht. Ich muss sicher sein, dass das Feuer da unten brennt. Oh nein, wenn das jetzt verpufft, ob sind wir das tot. Da unten jetzt verpufft oder nicht, oder ob es dann einen schönen grellen Blitz gibt, das werden wir uns dann in 2 Wochen nochmal genauer angucken müssen. Vielleicht gedacht, ihr habt es jetzt geschafft, ihr habt es jetzt hinter euch, aber... Eigentlich ja. Das ist auch sehr schnell eskaliert jetzt. Hätte ja keiner ahnen können. Ey, 200 Liter Fass Benzin, das ist verführerisch. Ja, noch brennt nicht alles, aber gleich. Keine Sorge, er sagte etwas von, da unten sind 3 von diesen Kanistern. Die nächste Folge wird sehr kurz. Ja, das werden wir dann sehen. Die erste 5-Minuten-Folge von Jägerset Podcast. Rums, fertig. Bis dahin bedanke ich mich fürs Mitspielen. Vielen Dank fürs Leiten. Vielen Dank fürs Leiten. Oder Leiden. Und genau. Bis in 2 Wochen dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
Cthulhu bzw. Call of Cthulhu ist ein Pen-and-Paper-Rollenspiel basierend auf den Werken von Howard Phillips Lovecraft. Das Spiel wurde entwickelt von Sandy Peterson von Chaosium und erscheint in Deutschland im Pegasus Verlag. Ich danke Pegasus für die freundliche Genehmigung. Die Musik im Eingang und Abspann dieser Folge ist von Hans Atom, trägt den Titel Paints the Sky, ist lizenziert unter Creative Commons Attribution Lizenz 3.0 und zu finden auf ccmixter.org. Weitere Informationen findet ihr auf jaegers.net, dort besteht auch die Möglichkeit der Kommentierung und des Feedbacks. Wir freuen uns aber auch über Bewertungen bei iTunes und anderen einschlägigen Portalen und besonders auch über eine kleine finanzielle Unterstützung auf Patreon. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Und ein ganz besonderer Dank geht an unsere Patrone Sandra Pesavento, Sascha Begovic, Josef Kennig und Dennis Mattea. Liz, Dr. John Shepard. Wieso hat er zweimal geworfen? Ich habe aus Versehen zweimal gerollt. Ach so. Macht's nur nicht besser. Aber beides mal ein Fehlschlag. Stimmt, ist beides. Immerhin, das war konsistent. Gut. Lass mich nur kurz eine Frage stellen, die nicht ganz unwichtig ist. Ist der Raum hinter der Tür beleuchtet? Das kannst du von der Küche aus nicht sehen. Ich bin jetzt schon wieder runtergekommen. Achso, du bist schon wieder runtergekommen. Ich kann aber auch von oben rufen, wenn dir das lieber ist, ne? Ist der Raum da unten eigentlich beleuchtet? Warte, ich guck kurz. Oh Mann. Also eigentlich wollte ich mit einem Handtuch wedelnd nach unten gekommen sein. Okay, komm mal wieder auf die seriöse Seite zurück. Hast du noch irgendwas gefunden? Nur ein bisschen Kram. Nichts Besonderes mehr. Kein Batterieladegerät? Natürlich nicht. Ich sollte das auch auf dem Boden aufbewahren. Kein USB-Kabel. Und dieser Kommentar löst sich gerade so eben in ein Antagonismus. Wie heißt das? Nein. Antagonismus? Nein. Logikwölkchen. Ein Logikwölkchen auf. Ich wollte was anderes sagen, aber mir fällt das Wort nicht ein. Wann das denn nochmal? Wenn etwas noch nicht existiert. Paradoxon. Ja, das auch, aber ich meinte auch wieder was anderes. Ist egal. Der Film hieß ja Die Nacht der lebenden Toten. Ach ja, jetzt. Am Tag kann nichts passieren. Aber die rannten da auch tagsüber rum. Das weiß ich noch. Immerhin können wir nicht von irgendwelchen Hinterwäldlern erschossen werden, weil sie uns mit Zombies verwechseln. Aber egal. Du wirst wahrscheinlich nicht den passenden Schlüssel dazu mit dir führen. Kann ich einen Glückswurf machen, ob ich den doch habe? Nein. Doof. Spielleiter Willkür, ich weiß. Dies war eine Jägers.net-Produktion aus dem Jahre 2023.